Sehr schön. Steinbogen. Großer Steinbogen. Was ist hier eigentlich passiert? Oh, irgendwas ist passiert. We have discovered a rock arch on the moon. Also wir haben tatsächlich 16.000 Kohle und einen Science-Punkt und drei Reputationspunkte schon mal bekommen dafür, dass wir das Ding hier entdeckt haben. Es scheint also schon irgendwie was damit auf sich zu haben. Aber was ist die große Frage? Was ist die große Frage? Luca, bist du immer noch die Nummer 1 oder... Deshalb hast du diesen komischen Namen, weil du den nicht ändern willst, damit du deinen Follow-Status nicht verlierst, ne? Ach, es sind die kleinen Freuden im Leben. So, 2,5 Kilometer entfernt. So, das können wir auch mal löschen. Oh, hier ist auch der Berg wirklich zu Ende dann. Da können wir aber den Rover, glaube ich, ganz gut parken. Sehr schön. Also, wir sind schon mal durchgefahren. Er scheint nicht automatisch Laser zu verschießen, die unser Fahrzeug in Kleinholz zerlegen. So, und ich würde sagen, wir können jetzt mal gucken, dass wir hier bremsen und die Solarzellen dabei im Licht stehen lassen. Und dann sind wir angekommen an diesem doch ziemlich großen Bogen, muss ich sagen. Den hatte ich mir zu irgendwie so ein bisschen kleiner vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, so aus der Entfernung wirkte er schon recht groß, aber so groß dann auch wieder nicht. Und ich denke mal, es wird Zeit, dass der Pit mal aussteigt, um sich das alles anzugucken und zu entdecken. Genau, also hier, Scouts haben einen Baseballschläger. Was ist das für ein Ding? Man weiß es nicht. Aber scheinbar haben sie einen Baseballschläger oder sowas als Symbol. Ja, Mensch. Moon's Highland. Irgendwas war hier gerade. Warum habe ich gerade ein Biom gehabt? Ein anderes? Hä? Ja, verstehe ich nicht. Und der Enderlord hat sich die Nummer 205 geschnappt. Okay, also Surface Samples hatten wir schon, aber jetzt müssen wir zumindest mal gucken. Achso, wenn ich laufe, bin ich teilweise nicht mehr landed, scheinbar. So, jetzt gucken wir uns mal an, ob wir irgendwie, wenn wir auf dem Bogen stehen, noch irgendwas anderes bekommen. Aber wahrscheinlich ist das hier einfach Moon's Highland. So, wir müssen das hier mal alles ordentlich untersuchen, ob wir irgendwelche Inschriften finden oder sowas. Aber es ist eigentlich jetzt erstmal nur eine erste Sichtung vom Pit. So. Habe ich schon wieder 100 gesagt? Was ist los? Was ist denn mit mir? Ah, die komische Tastaturkontrolle hat schon wieder dazwischen geschlagen. So, Scouts sind die Mafia. Aber was, wieso? Was ist wieso los mit mir? Weil ich das für einen Baseballschläger halte? Es ist ein verdammter Baseballschläger, oder? Ach so, wegen der 205. Ja, ich bin nicht so gut mit Zählen. Zahlen waren noch nie mein Ding, deshalb stehe ich so total auf Raumfahrtkram. Oh, hier kann man gar nicht laufen. Oh, nein! Unser Scout, er stürzt. Man rutscht ab. Nee, Zahlen sind heute nicht so, meine Freunde. Wie gesagt, deshalb mache ich ja auch Raumfahrtkram, damit ich nicht so viel zählen muss. Ha, ha, ha. So, kann man hier stehen? Ja. So, jetzt können wir mal von hier auf die Basis runtergucken. Schön. Ja, Fernrohr wäre super. Aber man kann nicht mal alles haben. Aber eine Flagge können wir hier lassen. Und das Schwarzbier hat gar nicht so viele Umdrehungen. Das hat 5,4, also es ist eigentlich eher harmlos. Nö, keine Ahnung. So, das hier ist unser mysteriöser Steinbogen. So. Und da müssen wir jetzt dann ein bisschen Forschung noch reinstecken, weil... Wenn es das hier gibt, dann muss es natürlich, oder besteht ja die Chance, dass es noch andere Dinge gibt. Wie zum Beispiel noch mehr Steinbögen, die man erforschen kann. So, und jetzt gucken wir uns den nochmal der Länge nach an. Ob wir noch irgendwas übersehen haben an der ganzen Geschichte. Wie gesagt, vielleicht gibt es ja irgendwo Inschriften oder irgendwelche Hinweise oder sonst irgendwas. Vielleicht gibt es ja hier was zu finden tatsächlich. So, Fahne. Fahne ist aufgestellt. So. Die Fahne ist schon aufgestellt. Aber Luca, du weißt doch, weißt du, wie Trolle zählen?
Trolle denken, oder das ist aus dem Terry Pratchett-Buch, von denen wurde immer gedacht, dass sie zu dumm sind, um weiter als bis 4 oder zu zählen. Ich glaube, es war bis 4. Und die zählen dann halt einfach 1, 2, 3 und dann viele. Und dann zählen sie aber weiter, weil sie sind viel intelligenter. Sie haben einfach nur ein anderes Zahlensystem. Und dann gibt es 1, viele, 2, viele, 3, viele, viele, viele. Und dann gibt es 1, viele, viele und so weiter und so fort. Ja, das ist das trollische Zahlensystem. So. Und ja, die Flasche ist ein bisschen größer. Vielleicht ist die ein oder andere Gehirnzelle langsam ein wenig beschwarzbiernebelt. Man weiß das ja nicht. Okay, aber es sieht gut aus, dass das hier gefahrloses Terrain ist und man hier auf jeden Fall potenziell wissenschaftliche Arbeiten durchführen kann. Das heißt, wir können jetzt eigentlich mal zurück zur Basis fahren und dort Bericht erstatten. Beziehungsweise können wir vom Rover aus natürlich auch Bericht erstatten. Oder ich fahre mal noch auf die andere Seite, obwohl da war ich auch schon, ne? Gibt's hier noch irgendein anderes Biom? Also hier ist Highlands, hier ist Krater. Das andere Zeug ist alles zu weit weg. Im Krater war ich auch schon. Da gibt es vermutlich nicht so viel zu holen. Nö, dann fahre ich zurück zur Basis, würde ich sagen. So. Einmal wieder ins Auto rein. Zack. So, dann haben wir auch wieder Lebensmittelversorgung. Also wir können mit dem Auto übrigens sogar Ausflüge von 18 Tagen machen, ne? Ich glaube, das Habitation hat keinen negativen Einfluss auf uns. Das ist ja nur so ein Statuswert und unser Homesickness-Wert ist deutlich höher. Jetzt schaukelt sich die Kiste aber auch wieder auf, ne? Warum tut er das? So. Gut, ich würde sagen, wir fahren nach Hause. In Richtung Basis zurück. Ja, und das wird ja größtenteils auch wieder erstmal eine Bergabrollennummer. Müssen wir nur gucken, dass wir nicht zu schnell werden. Ja, genau, Lowrider mit diesem Hydraulik-Hüpfkrams. Sehr schön. Schöne Analogie zu diesem hüpfenden Rover. Oh, Gott sei Dank bremst er über die Hinterachse. Da hätten wir uns jetzt, also spätestens jetzt hätten wir uns normalerweise überschlagen. Aber ich kann gut mit der Bremse gegenarbeiten. Also es funktioniert sehr schön. Ich halte hier immer, gerade wo ich sage, dass es sehr schön funktioniert, bricht er aus. Aber wohl eine Unebenheit im Boden. Aber generell funktioniert das sehr schön mit der Bremse über die Hinterachse. Also es ist ein sehr schöner Rover. Ich wünschte, so ein tolles Gerät hätte ich auf Duna gehabt. Doch nein, ernsthaft, der Duna Rover ist auch gut. Der Duna Rover ist wirklich gut. Ich finde den Duna Rover sogar noch ein bisschen besser, weil der auch konstant höhere Geschwindigkeiten fahren kann. Was war denn jetzt los? Jetzt hat es gerade geruckelt ein bisschen. So, jetzt bremse ich auch mal wieder runter. Oh, nicht zu schnell. Oh Gott, jetzt wird das noch steiler, ne? Oh Gott, langsam kriege ich Pippi in den Augen. Wir dürfen nicht über die 10 fahren. Also, und damit meine ich nicht die Autobahn, damit meine ich die Meter pro Sekunde. Also, unsere Bremsen halten dann noch dagegen, aber es wird halt immer steiler. Ist mir gar nicht aufgefallen beim Hochfahren, dass das so krass steil war. Okay, schön vorsichtig, Freunde. Schön vorsichtig. Das ist hier gleich 45 Grad Neigung, ey. Also, 40 Grad haben wir schon mal. Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Oh. Das Problem ist, dass der bei den Bremsen halt teilweise dreht. Und das... Da habe ich ein bisschen... Oh, genau so. Genau vor sowas habe ich Schiss. Genau vor sowas, dass er sich einfach stumpf überschlägt. Oh, fuck. Wir sind echt fies schnell, ne? Wir fahren jetzt mittlerweile schon fast 40 km/h. Also bei 10 Metern pro Sekunde sind wir bei 36 km/h angekommen. Oh Gott. Ah. Ja, nee, nicht, weil da ein Blitzer kommt. Ich sollte nicht über 10 fahren, weil meine Räder nur bis 10 ausgelegt sind. Deshalb sollte man nicht zu schnell werden, weil diese Räder dann halt potenziell auch kaputt gehen können. Und dann gibt es eine hässliche Explosion und ich überschlag mich und alle sind tot. Und gerade wenn du mit 10 Metern pro Sekunde dich überschlägst, ich glaube, die meisten Teile hier haben nicht so eine hohe Impact-Tolerance.
So, jetzt bremse ich mich mal langsam wieder auf den. Oh, war das steil. Oh, war das steil. Also, Mickey, ich habe tatsächlich mehr Angst davor, dass das Ding seitlich umkippt, weil die seitlichen Scherkräfte, das ist bei KSP nicht besonders toll implementiert. Ich hätte bei 45 Grad Neigung tatsächlich Bedenken, wenn ich irgendeine Lenkbewegung mache, dass das Ding einfach seitlich den Berg runterrollt. Starke Bedenken sogar, weil die Fahrzeugmechanik generell oder auch die Reifenmechanik generell in KSP, wie sage ich das jetzt nett, gewöhnungsbedürftig ist. Ich glaube, gewöhnungsbedürftig trifft das ganz gut. So, aber generell fährt die Karre ganz ordentlich, muss ich sagen. Jetzt können wir sie nochmal rollen lassen, dass sie ein bisschen Schwung noch aufnimmt, weil gleich der Hügel vorbei ist. Ach, Luca, ihr seid immer so kleinlich. 10,5 ist noch im Toleranzbereich, aber du kannst schon tatsächlich mit den Rädern hier, wenn du bei über 10 Meter pro Sekunde, also bei 10,5, wenn ich da jetzt eine harte Lenkbewegung gemacht hätte, wäre die Chance tatsächlich hoch gewesen, dass das Rad aufgrund von übermäßigem Stress explodiert wäre. Das ist ja das Problem an dem Kram. So, jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir hier auch nicht wieder zu schnell werden. Die 8 Meter sind ganz in Ordnung, da kommen wir schön schnell vorwärts. Und gleich müsste sich auch das Tal erledigt haben. Dann fahren wir noch ein Stückchen bergauf. Hier sieht man das ja immer ganz schön, wie unsere momentane Ausrichtung ist. Im Moment geht es noch leicht bergab. Aber hier vorne beginnt es dann schon langsam in den Hügel überzugehen. Und ich finde, Pit macht das sehr gut. Dafür, dass er der Erste ist, der auf einem anderen Planeten oder einem anderen Celestial Body unterwegs ist. Mit einem motorisierten Fahrzeug, das auch von ihm, von seinem Kollegen erst hier oben zusammengebaut worden ist, so rum. Das hatte der Neo gebaut, als unser Ingenieur auf dem Mond. Das war. Sieht das Ganze in Ordnung aus. Also, wenn ich bedenke, wie die ersten Fahrversuche gelaufen sind, ist das hier gerade Zucker. Absolut Zucker. Und wir haben fast 1 Million wieder zusammen und dann kommen wir gleich noch zu unserer Minmus-Aktion. Also, was wir heute auf jeden Fall noch machen, ich bringe jetzt den Pit nach Hause. Und dann spulen wir auf jeden Fall die Zeit noch vor bis zum Eintreffen des Satelliten, des Scansats an Minmus, bringen den in einen Polarorbit und starten unsere Scans dort. Und dann gucken wir mal, was noch für neue Missionen aufgetaucht sind danach. Beziehungsweise das können wir auch jetzt mal gucken. Ich denke da immer so selten dran. Wir haben ja hier total tolle Sachen. Ein Satelliten in einem Äquatorialorbit stationieren. Ja gut. 3 Touristen über Minmus. Okay, not bad. Multi-Moon-Flybys. Was es hier nicht alles gibt. Und Rotate Crew. Also, Rotate Crew würde ich später mal machen. Ach, Offer expires aber auch erst in 29 Tagen. Das ist eigentlich ganz cool. Dann können wir mal gucken, dass wir natürlich irgendwie so nach einem Monat oder so tatsächlich, ich würde das dann mal annehmen zumindest, dass wir irgendwann mal die. Ha! Musst du dann zu Pitstop. Der war tatsächlich gut, El Seppo. Muss ich der Fairness halber zugestehen. Der war tatsächlich nicht übel. Wir könnten den tatsächlich mal annehmen hier dann. Weil. Der hat auch gar keine Mission Duration. Das heißt, den können wir tatsächlich annehmen. Ich sollte nochmal gucken, wann ist die Raumstation da? Da ist noch nichts. Die Base Station. Hä? Warum ist sie jetzt expired in 3 Tagen? Wo war ich denn jetzt? 29 Tagen, das ist die andere. Ja, lass uns die doch mal annehmen. Weil dann können wir irgendwann mal. Guck mal, die hier müssen alle recovered werden. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ne? Weil Nico Kerman und so. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich probiere das mal aus. Theoretisch müsste Nico schon abgehakt sein. Na, dann können wir irgendwann mal die Crew austauschen. Gucken wir mal, ob Nico schon abgehakt ist, sonst haben wir ein Problem. Shit. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Nicht, dass es vorhersehbar gewesen wäre, aber müssen wir mal gucken. Vielleicht kann man das zurechtschieben irgendwie dann. So, zack. Okay, weil das macht natürlich Sinn, einen Auftrag zu haben, dass wir irgendwann mal die Crew austauschen. Auf der Raumstation. Denn wir müssen die so oder so austauschen, weil uns die Habitation irgendwann ausgehen wird. Und dann haben wir halt 2 Crews in Rotation.
So, Pitt geht wieder nach Hause. Und diese Leiter ist ja wohl so ein Luxus, oder? Ta-ta-ta, beste Erfindung ever. Was kostet ein Upgrade, um mehr Verträge annehmen zu können? Geld. Weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Wir haben ja schon 7. Vielleicht lohnt sich das tatsächlich, aber wir müssen jetzt eh einmal umschalten. Da können wir mal kurz gucken. Ich glaube aber, dass die Stufe 3 relativ exzessiv teuer ist. Warum ist das jetzt hier so dunkel, ey? Was ist denn hier los? Ah, da ist irgendwas kaputt gegangen. Mission Control Upgrade kostet 282.000. Das ist tatsächlich gar nicht so teuer. Das könnte man sich mal überlegen. Guck jetzt immer noch mal rein. Das ist ein bisschen dämlich, warum er den noch mitgewertet hat. Nico ist jetzt natürlich schon weg, ne? Ha, vielleicht updatet sich das ja, wenn wir dran sind. Moon Space Station, da würde ich gerne noch ein bisschen warten, dass wir noch neuere Sachen haben. Wir können gleich mal noch science-mäßig gucken. Explore Minmus geht gerade los. Minmus-Programm ist aktiv. So, haben wir noch irgendwas Schönes? Ein Biomscan vom Moon. Da haben wir natürlich eine gute Ausrede, aber wir fangen mal auf Kerbin damit an. Obwohl mich das auf dem Mond mehr interessiert, aber. Ah. Wir erledigen ja jetzt was, ne? Der ist noch 3 Tage da. Der ist noch 6 Tage da. Dann nehmen wir den hier zuerst. Der ist natürlich reizvoll. Und dann machen wir den anderen noch hinterher. So, jetzt gucken wir mal hier kurz rein. Wir haben nämlich ein bisschen Science-Punkte gesammelt. Wir könnten uns irgendwas Lustiges kaufen. Ich persönlich tendiere ja oder ich giere ja in diese Richtung, weil ich habe ja Biologen am Start. Und ich würde eigentlich gerne mal gucken, dass wir jetzt anfangen, uns mal damit zu beschäftigen, wie das hier funktioniert. Also hier gibt es dann Dünger und Mulch. Und mit Dünger und Mulch kann man, und Mulch ist, glaube ich, das stellen auch die Kerbals als Ausscheidungsprodukte beim Essen verbrauchen her, kann man dann wiederum Supplies herstellen. Also es ist ein kleines Gewächshaus. Und ich würde natürlich gerne mal in der Erweiterung unserer Raumstation gucken, dass wir da beginnen, biologische, hier sowas zum Beispiel anzubauen, damit wir beginnen können, uns selber zu versorgen und wir da Erfahrungen mitsammeln können, wie das so ist. Also das ist auf jeden Fall was, was mich sehr reizen würde. Heat Management reizt mich im Moment noch nicht so. Advanced Logistics ist zu teuer, da müssen wir eh updaten. Das wäre natürlich auch schön, dass wir langsam mal die Dreier Command-Kapsel bekommen. Das würde ich mir aber jetzt noch für die nächste. Wir kriegen ja gleich noch Science von Minmus. Aufheben, das ist nett. Die Düsen finde ich cool, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich gucke das jetzt gerade mal nochmal durch. Hier sind ein paar nette Sachen mit dabei. Aber. Oh, Airbags. Aber was mich gerade am meisten eigentlich anspricht, ist zu gucken, dass wir in die Bio. Ach, guck mal, hier sind die Verbinder auch drin, dass wir in die Biologie-Richtung weitergucken. Was sagt ihr? Ah, hier sind die anderen Verbinder, okay. Also ich würde momentan, glaube ich, tatsächlich sagen. Inflatable Tanks, okay. Ich würde sehr dazu tendieren, im Moment zu sagen, wir investieren unsere 160 Punkte in die Hydroponics, dass wir beginnen können. Anbau zu üben von Pflanzen, also Essen selber zu erschaffen auf unseren Kolonien. Weil wir haben einen Farmer parat, der sich oben auf der Mondstation darum kümmern kann. Und wir wollen ja, unser Thema ist ja Colonization, wir wollen ja vorwärts kommen. Das heißt, ich würde das jetzt mal kaufen und auch mich interessiert natürlich auch, was hier hinten weiterkommt, weil ich glaube, dass sich hinter Hydroponics auch viele interessante Koloniedinge verstecken. Short-Term Habitation, oh ja, guck mal. Das sieht aus wie der Karibu Rover, oder? Sehr cool. Guck mal, hier ist der Rover drin. Und ein aufblasbares Habitation Module. Und ein Mini Habitation Module. Sehr cool. Und eine Passagierkabine von dem ganzen Karibu-Ding. Ah, das ist witzig. Das heißt, da, das ist zwar teuer, 550, aber. Ja. Okay, das heißt, wir haben die Grundlagen geschaffen, um unsere Station zu erweitern mit Hydroponics. Das war für mich auch der Blocker in Richtung der Mondstation. Das wollte ich unbedingt haben, bevor wir die Mondstation losschicken, damit die das gleich hat. Das heißt, wir können jetzt auch Mondstation machen. Was ist das schon wieder für ein komischer Bug? So, und jetzt gehen wir den Satelliten rüberfliegen, würde ich sagen. Damit wir das noch fertig bekommen. Verbindungsstörung
Verdammte Axt. Den müsste ich vielleicht mal noch umbenennen. Das ist nämlich gar nicht der Moon-Scansat, das ist der Minmus-Scansat. Und das ist der beste Scansat, den wir je hatten. So, du heißt nicht Moonscanser. Du heißt. Du bist so Rename Vessel. Du bist der Minmus-Scanser. Gut. Except. Du bist eine Probe und kein Relay. Dankeschön. Auch wenn du glaubst, dass du ein Relay wärst. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir hier mal. Ja, es ist tatsächlich wie der Wasserbug grafisch, nur halt schwarz. In dunkel. Der Wasserbug in dunkel. Schwupp, schwupp, schwupp. Was ist hier passiert eigentlich? New Strategies available. Interessiert uns aber nicht, denn wir kriegen jetzt hoffentlich ganz viel Kohle. Und dann können wir auch lustige Sachen wie Freischaltung und so weiter machen. So, da kommt Minmus, da kommen wir. Schwupp. Wo ist Minmus? Da ist Minmus. Sehr schön. Wir sind noch nicht ganz im Orbit. Delete und close. So, gleich ist es soweit. 50 Sekunden noch. Ich hau nochmal den Zeitraffer rein. Ich bin sehr gespannt. Und wir sind da. Und das gab hoffentlich richtig dicken Bonus. Okay, da hatte ich drauf gehofft, dass das auch so funktioniert, dass wir tatsächlich dicken Bonus bekommen. Und wir bekommen tatsächlich dicken Bonus. Und das hat richtig Kohle gebracht. Ja. Okay, und wir können auch direkt nochmal gucken, dass wir hier unsere Science-Daten rausschießen. Und das müsste jetzt jedes Mal. Also, erstes Scientific Data von Minmus. Das war auch noch Teil der Dings. Enough data on Minmus here to keep all of us employed for a good while. Jetzt hätte ich irgendwie erwartet, dass da noch Zusatzkohle von To Boldly Go kommt. Habt ihr irgendwas gesehen? Das ist jetzt vielleicht auch an mir vorbeigegangen. So. Können wir funken, weil werde ich nicht mitbringen. Gut, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir unseren Orbit in den Griff bekommen. Das kostet uns ja zum Glück nicht so viel. So. Und ja, 250 Kilometer, ideale Höhe, bla bla bla. Ich arbeite dran. Ich höre euch zu. Ich merke es mir sogar manchmal. Es kommt nicht immer vor, aber manchmal ist es so. Einigen wir uns auf 250,131. Könnt ihr damit leben? So, so 195 Delta V. Das ist nicht besonders viel. Da können wir hinwarpen. Whee. So. Ach ja, stimmt. Ich muss den Orbit auch noch polar machen. Das heißt, ich muss ihn noch gar nicht so exakt machen. Ich muss einfach erstmal nur bremsen. Dann kann ich ihn noch drehen. Also ja, klar. Polarer Orbit zum Scannen. Logisch. Ich weiß nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin, dass ich jetzt schon 250 Kilometer brauche. Das stimmt wohl. So. Das heißt, ich mache jetzt erstmal einfach nur die Orbital Injection so ungefähr fertig. Und dann müssen wir mal einmal gucken, dass wir den Polarorbit zurechtdrehen. Das können wir gleich hier machen. Ach kommt, nach oben fühlt sich irgendwie richtiger an bei Polarorbit. So. Schwupp. Das haben wir schon polar. Das ist, glaube ich, polar genug für meine Verhältnisse. So. So. Hm? Da so. Da so ungefähr. Gut. Haben wir das? Aber was ist hier passiert? We have entered the orbit of Minmus. Also hier gibt es gerade richtig Kohle. Sie regnet quasi auf uns ein. Und ich würde dann tendenziell, glaube ich, auch mal kurz in den niedrigen Orbit gehen. Einfach nur, um die Science-Geschichten abzugrasen. Während unser Scan schon mal loslaufen kann. So.
Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Und jetzt machen wir noch ein Retro draus, damit wir uns runterziehen können. Und wie gesagt, ich gehe jetzt mal unter die 52 Kilometer. Bitte bekommt nicht direkt einen Schreikrampf. Ich will einmal im Low Orbit ein paar Biome abfrühstücken, damit wir die Science-Daten noch kriegen und hoffentlich auch To Boldly Go schon mal abgrasen können. Aber vielleicht zieht To Boldly Go auch nur, wenn ich auf einem Biom bin, wo ich zu Fuß hingehe oder sowas. Also wo ich wirklich da bin. Wer weiß das schon. Gut, ich würde sagen, wir machen einfach mal den Zeitraffer rein. Ja, hier können wir nicht so viel Neues draus ziehen. Sehr schön. Aber insgesamt klappt das doch. Ah. Ja. Komm, Science hier now, gerade nicht. So. Jetzt kannst du wieder anfangen rumzumeckern. Noch sind wir high over. Aber wir kommen der Sache näher. Hahaha, im wahrsten Sinne des Wortes. So, bei 30 sind wir. Warum sind wir denn immer noch in Space High Overs? Echt noch nicht hoch, noch nicht tief genug? Mal gucken. Ist wahrscheinlich dann doch schon noch ein bisschen tiefer auf dem Minmus, was wir runter müssen. Na gut, aber wir haben ja genug Delta V, um hier fröhlich rumzuspielen. So, aber wir können auch gleich schon mal den Scanner ausfahren, dass wir schon mal anfangen zu scannen. Einfach nur, weil es geht. Nur kurz mal die Periapsis noch ein bisschen runterbringen. Wir gehen jetzt mal auf 15 Kilometer runter. Wenn das jetzt nicht Space Near Minmus ist, weiß ich auch nicht mehr. So, und dann hätte ich mal gesagt, klappen wir mal die Scanner schon mal aus. Schwupp. Und schwupp. So, Strom kriegen wir hoffentlich genug rein. So rum. So, sollten wir auch genug Angriffsfläche für die Solarpanels haben. Gut, jetzt kommt Scan-Ergebnisse rein. Und ich hoffe, jetzt kommen auch gleich nicht mehr High-Over-Ergebnisse rein. Sehr schön, das hatte ich mir erhofft. So, jetzt muss ich mal darauf achten, ob hier irgendwas steht. Habt ihr irgendwo To Boldly Go gesehen? Nee, ne? Doch, jetzt. Minmus, Lesser Flats. Okay. Und das nächste. Lowlands. Sehr schön, wir können ja hier richtig das Ding ausweiten. Gibt jedes Mal 25.000, wenn wir ein neues Biom erwischen, in dem wir noch nicht waren. Und ich glaube, es gibt noch ein paar Biome. Sage ich ja. Midlands. Wir wohl noch nicht teleskopiert. Zack. Immer 25.000 drauf. Das ist gut. So macht doch Wissenschaft Spaß, oder? Midlands hatten wir schon. Also wir drehen jetzt einmal eine Runde drum rum. Es wird uns sicherlich nicht helfen, alle Biome abzugrasen, aber zumindest haben wir dann mal einen guten Schwung Forschungsdaten und Kohle drin. So, dann können wir hier die Highlands nochmal mitnehmen und Retro gehen. Sehr gut. Ja, die Scanner können später irgendwie diese Daten auch übertragen. Das können wir uns gleich noch auf den anderen beiden Satelliten angucken, bevor wir den Livestream beenden. Aber jetzt erstmal machen wir kurz die Geschichten hier fertig. Ich denke mal, da wird es jetzt auch gleich noch die Pole geben, oder? Ja. Sehr schön. Was ist hier eigentlich? Achso, das ist einfach nur Space Near Minmus. Mehr gibt es da nicht.
Gut. Hat schon jemand mitgezählt, wie viele Dinger wir jetzt schon abgeholt haben? Auf jeden Fall bringt es uns gut vorwärts. So. Und jetzt bremsen wir hier noch kurz in den Orbit ein. Und jetzt gehen wir einmal um Minmus rum. So gut man halt um Minmus rumgehen kann mit der Höhe. Kann sein, dass ich mich gleich wiederholt habe. Auf dem? Weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, was ich gesagt habe. Also 20 Mal hintereinander habe ich es hoffentlich nicht gesagt. Wenn ich das nicht mehr weiß, dann solltet ihr mir mal einen Arztgutschein schenken. So, sehr schön hier, die Landschaft. Auch mit dem Schattenwurf. Gefällt mir sehr. Optisch wirklich wunderschön. Also wir sollten unbedingt nächste Folge nach Minmus fliegen. Ich habe da jetzt richtig Bock drauf. Minmus sieht echt hübsch aus. Und ich glaube, ich habe gerade keine Funkverbindung, oder? Jupp. Was ist passiert? Ist Minmus dazwischen? Minmus ist dazwischen. Na gut. This time you win, Bösewicht. Am Ende des Tages kann das schon sein. Das ist schon irgendwie Mobbing, was ihr da gerade macht, ne? So, wo ist mein Teleskop? Review Data. Wie habe ich die Bodentextur so extrem scharf bekommen? Ich habe keine Ahnung. Das müssen die Stock Visual Enhancements mit High Quality Resolution sein. Das sieht nämlich echt awesome aus, das muss man wirklich sagen. Also Minmus haben sie echt gut hinbekommen. Wie gesagt, ich freue mich gerade total darauf, auf Minmus zu landen. Das sieht richtig gut aus. Ich möchte Minzeis aus dem Boden kratzen. Lecker, lecker. Okay, ich glaube, die Runde haben wir jetzt rum. Ich glaube nicht, dass hier noch viel Neues kommt. So, das heißt, ich mache jetzt mal den hier aus und wir schieben uns auf die 250 Kilometer Höhe hoch, damit wir unsere Scansat-Daten möglichst schnell zusammenbekommen. Jetzt muss ich aber mal gucken, bevor ich jetzt das annehme, weil es wegen dem hier ist. Wie ist denn die ideale Altitude? Das hat bestimmt jemand von euch auf dem Kasten vom Scan-Multispektralsensor. Jetzt, ich gehe mal kurz nachgucken. Was ist die ideale Höhe? Ha, wir wollen ja auch den gut bedienen. Nicht, dass ich das jetzt alles ideal für den Dings einstelle. Nee, da ist im Teleskop sind noch Daten. Ja, nee, die habe ich gerade rübergeschickt eigentlich. Neo, ich guck gleich. Ich will aber eh zum Satelliten zurück. Ich will nur einmal kurz gucken, auf welche Höhe ich den Surface Scanner einstellen. Den Surface Scanner sage ich schon. Das Ding hier, den Multispektral. Best 250, okay. Auch 250. Ja, Janneke, jetzt ist es angekommen, aber jetzt habe ich es gerade auch schon selber gefunden gehabt. So. Minmus-Scanner. So, also 250 ist auf jeden Fall nicht falsch für beide Scanner. Und da müssten wir eigentlich Minmus auch relativ schnell durchgescannt bekommen. Vielleicht machen wir da nochmal tatsächlich auch aus. Weil der andere Scan wird ja dann kommen. Also wir kriegen ja dann einen Folgeauftrag wahrscheinlich. Und es wäre ja schade, wenn wir uns den schon versauen, indem wir es schon gemacht haben. Diesen Biom-Scan. So, also 250 Kilometer. Schwupp. Das passt, denke ich mal. Dann machen wir Warp hier. Das müsste eigentlich ja eine riesen Abdeckung auf Minmus geben. Ja. Obwohl, ich habe nicht das Gefühl, dass es da breiter wird. Na gut. Funktioniert wohl nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Hä? Warp hier. Schwupp. Wie viel Abdeckung haben wir schon? 48% direkt schon mal.
Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich direkt jetzt gleich den Auftrag erledigen können. Und dann vielleicht den anderen annehmen können als Folgeauftrag. Und dann können wir den anderen Scanner einfach einschalten. So, kommen wir noch ein bisschen hier ran. Geht auf jeden Fall sehr schnell vorwärts mit Minmus. So, jetzt nochmal die Höhe sauber anpassen. So, 263 zu 250. Und kommt, jetzt lassen wir den kurz durchtüdeln hier. Weil das ist gleich fertig, gefühlt. Obwohl, jetzt ist er langsamer, ne? Ja, jetzt lassen wir ihn. Lassen wir den noch fertig scannen. Dann haben wir noch was Spannendes fürs nächste Mal. Und wir gehen jetzt kurz zu den anderen beiden Satelliten und holen uns noch die Scandaten raus und gucken mal, was die so an Science abwerfen. Und schauen mal, was es da so gibt. Pistazieneis, das klingt ein bisschen widerlich. Ich bin eher dafür. Oh, guck mal, diesen wunderschönen Sonnenaufgang. Ist ein Sonnenaufgang, ja. Diesen wunderschönen Sonnenaufgang an, der da gerade abgegriffen haben. Das sieht echt schön aus. Ach, diese ganzen Mods. Diese ganzen Mods. Oh, und wir können noch mal Science Shopping machen. Wir machen noch schnell die Satelliten leer und dann gucken wir noch, was wir uns Schönes für Science kaufen können. Und dann ist für heute genug. Fangen wir mal an mit dem Mond. Der müsste hier ja seine Scansat-Daten übertragen können. Echt, Pistazieneis klingt irgendwie, es klingt falsch. Sagen wir es mal so. Also ich hatte mal gesehen, man kann hier Analyze Data machen. Wenn ich die jetzt übertrage, kriege ich wahrscheinlich 20 Science. Nehme ich mal ganz stark an. Dululululul. Ja. Sehr schön. Ach, und das gibt auch noch mal To Boldly Go. Moons in Space High Surface. Ja, weil scheinbar Scansat ein eigenes Biom erfindet. Ist ja auch egal. Ich nehme die 25.000. Ich bin da nicht so. Ich bin da überhaupt nicht anstrengend, was das angeht. So, und dann noch den Kerbin-Satelliten auch einmal auswringen, ob seiner Daten. Wo ist er da? Der Kerbin-Satellit. Ja, keine Sorge. Also die melden sich schon, wenn denen was zu knapp wird. Und die haben ein Evakuierungsraumschiff mit Notfallrationen da. Und auch die Habitation ist safe. Also kann man hier auch immer sehen. Alles ist gut. Moonbase hat noch unglaublich viele Tage Habitation und unglaublich viele Tage Supplies. Und auch die Space Station hat von beiden noch unglaublich viel. Da müssen wir uns also noch überhaupt keine Sorgen machen. So, hier auch nochmal. Ach, guck mal, Polarlichter sind gerade am Pol vorbeigekommen. Analyze Data gibt auch nochmal 15 Science-Punkte. So, und dann haben wir Science-mäßig 300 zusammen. Das heißt, wir können uns, da es 305 sind, leider nicht zwei Technologien kaufen, zumindest nicht auf der 160er-Ebene. Das heißt, wir könnten jetzt eine Vernunftentscheidung machen und auf der Flieger-, Flugzeug-, Propeller-Ebene erstmal die preiswerten Technologien freischalten, dass wir zumindest mal sehen, was es alles gibt, oder wir investieren es in was Teures. Jetzt müsst ihr mir mal sagen, Vernunft oder teuer? Dum, 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 dum. Also die zwei könnten wir uns holen. Oder wir holen uns eine von denen und könnten dann noch eine von denen nehmen. Könnten natürlich einfach sagen, wir nehmen hier Aerodynamics, die sind schon nicht schlecht und nehmen uns dann noch irgendwie tendenziell Advanced Landing, weiß ich nicht. Ich finde eher das hier reizvoll, um größere Command Pods zu haben, weil die auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Habitation und sowas mitbringen. Na gut, Habitation nicht, aber da kann man drei Leute reinstopfen. Der Salamander Command Pod sagt mir nicht so komplett zu. Also lasst uns doch Folgendes machen. Wir nehmen das hier, also die verbesserten Command-Module. Es gibt noch größere Command-Module, sehr schön. Wie viele Leute passen da rein? Zwei. Hä? Verstehe ich nicht. Hier passen sechs rein. Das ist doch mal nett. Sechs ist doch mal eine Ansage. Sechs Kerbals in einen Command-Pod. Okay, das heißt, wir haben jetzt große Command-Pods und dann mache ich so eine Mischung aus Vernunft. Ich nehme jetzt noch Aerodynamics mit, damit wir hier die Nodes freigeschaltet bekommen und das schon mal sehen. So, jetzt
haben wir so langsam auf der 90-Punkte-Ebene den Forschungsbaum fast durch. Und ihr seht, langsam zeigt sich auch, dass es da ein paar neue Sachen drin gibt, die wir so noch nicht hatten. Ja, und dann gucken wir mal, was wir damit anfangen können. Das heißt, fürs nächste Mal, so, wir gucken uns hier mal schön den Sonnenaufgang an. Fürs nächste Mal haben wir einiges an interessanten Sachen. Wir haben den Altimetry-Scan von Minmus, der abgeschlossen wird. Wir haben immer noch das hier zu erledigen. Jop. Wir haben auch immer noch einen Touristen, der zum Mond möchte. Das würde ich mit einem Crew-Austausch irgendwann mal kombinieren. Wir sind dabei, Minmus zu entdecken. Und ich hoffe, dass wir da auch spannende Sachen vielleicht finden können. Wir haben eine Moon Space Station, die kann aus meiner Sicht jetzt auch starten, weil wir jetzt biologischen Anbau, also wir können Anbau von Essen betreiben. Das wollte ich unbedingt vorher haben. Wir müssen die Crew austauschen. Wir haben das Minmus-Programm am Laufen. Und ein Biomscan für Kerbin ist auch am Start. Und da dort hinten gerade die Sonne aufsteigt und ein neuer Tag anbricht, würde ich sagen, für uns ist der Tag-Livestream hier heute zu Ende. Und wir lassen es gut sein. Und sehen uns dann im nächsten Livestream. Das ist voraussichtlich nächstes Wochenende. Ich sage wieder über Twitter Bescheid. Im Discord wird auch was stehen. Und es gibt natürlich jetzt auch den tollen neuen Kalender, den Neo verlinkt hat. Und ja, alle von euch, die noch Lust haben, ich werde auch in ein paar Minuten dann im Discord noch auftauchen und mal Hallo sagen. Ich hoffe, der Stream hat euch wie immer Spaß gemacht und ihr hattet einen schönen Abend. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.